Hallo Kai. Nein, nein, du musst sagen Hallo Herr Schmidt. Ach so, ja. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Kerl. Wir sind nämlich jetzt seriös. Ach, wir sind jetzt seriös? Ja. Seit wann? Seit jetzt. Sagt das der Chef oder was? Das sagt das Forum, weil sonst werden die Abos gekündigt. Oje, gut. Okay. Liebes Forum, seid uns auch gegrüßt zum letzten Testcheck vor der Gamescom in Köln. Und los geht's mit einem Spitzentitel namens Battlefield 1943. Das ist ein Download-Spiel für Xbox 360 und PS3. Und ja, das ist so eine Art Weiterentwicklung vom Ur-Battlefield. Das hieß Battlefield 1942, kam für den PC. Und da gab es halt unter anderem die drei Karten, die jetzt bei 43 mitgeliefert werden. Naja, eigentlich sind es vier Karten, weil die vierte wurde freigeschaltet, nachdem der 43-millionste Kill geschafft wurde. Tatsächlich? Ja, ja. Das ist aber witzig. Ich weiß nicht, ob das witzig ist. Also ich finde das eher so ein bisschen moralisch fragwürdig. 43 Millionen Kills. Ja, du tötest Menschen und dann kriegst du einen Bonus. Ich nicht, ich habe es mir nicht runtergeladen, weil ich kann diesen Battlefield-Hype nicht so ganz nachvollziehen. Du, das ist ein super Multiplayer-Spiel. Glaube ich. Du hast da jede Menge Fahrzeuge und Geschütze und weiß der Geier was, du kannst eine Bomberstaffel befehligen. Das ist schon ziemlich abwechslungsreich und spielt sich sehr, sehr arcadig, also ziemlich unkompliziert das Ganze. Du fängst halt an und bist sofort drin. Okay, cool. Sollte ich es mir vielleicht doch auch nochmal runterladen? Solltest du machen. Allerdings haben manche Leute wirklich Probleme mit der Verbindung. Das heißt, die haben dann die 14 Euro oder wie viel das kostet, in Sand gesetzt. Es liegt, keine Ahnung, an den Servern von EA oder teilweise auch an den Routern. Also da muss man sich vielleicht im Vorfeld mal erkundigen. Alles klar. Und wir bleiben beim Thema Multiplayer. Pünktlich zum bekacktesten Sommer aller Zeiten kommt die Rettung der Sommermonate in Form eines Wii-Spiels von RTL Games daher. Beach Fun Summer Challenge entführt euch auf eine tropische Südseeinsel und lädt euch zu illustren Minispielen ein. Das klingt doch fantastisch. Insgesamt erwarten euch 6 unterschiedliche Disziplinen, die von Anfang an anwählbar sind und alleine oder mit bis zu 4 Sportfreunden gleichzeitig bestritten werden können. Die Spielregeln bei den unterschiedlichen Planschereien sind denkbar einfach. Wer die meisten Punkte abstaubt, gewinnt. So müsst ihr beim Wasserski geschickt den Bojen ausweichen, wie man das hier gerade sieht. Beim Abenteuergolf, im Volksmund auch Minigolf genannt, müsst ihr 9 Stationen bewerkstelligen. Weitere Disziplinen sind dann noch Wurfscheibe, also Frisbee, Strandtennis, Drachenfliegen und der Strandklassiker Boccia. Sämtliche Minispiele bestreitet ihr übrigens via Wiimote-Steuerung. Das Ganze funktioniert jedoch eher heiter bis wolkig, besonders beim Tennis oder Golf ist es oftmals massiv schwierig wegen der Verzögerung, was dann zu Frust am Strand führt. Die Schauplätze sind ganz nett und einigermaßen authentisch in Szene gesetzt. Die Anzahl der Charaktere ist jedoch leider noch mauer als die Disziplinen ausgefallen. Gerade mal 4 Strandsportler stehen zur Auswahl. Also alles in allem kann man sagen, dass sich der Titel, wie die meisten anderen Minispielsammlungen, ganz klar an die Casual-Spielerschaft richtet. Um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben mit ein paar Kumpels, ist es aber zumindest für kurze Zeit ganz witzig. Also lieber Wii Sports Resort. Genau. Das hier ist Pain für die PS3. Pain, das ist so eigentlich ein alter Hut. Nein, Sony hat das Ganze jetzt, also es war ursprünglich ein Download-Spiel und Sony hat das jetzt auf Disc veröffentlicht mit einigen Zusatzcontents, die du normalerweise gegen Geld halt auch runterladen konntest im PlayStation Store. David Hasselhoff ist leider nicht freigeschaltet, der kostet immer noch 1,50. Frechheit. Ja. Das Spielziel ist relativ simpel, also du hast da dein Figürchen, kannst unter mehreren auswählen, unter anderem auch Dexter aus Jack and Dexter. Mhm. Dein Charakter steht dann halt auf dieser Abschussvorrichtung und du ballerst ihn durch die Gegend und versuchst möglichst viele Objekte zu treffen. Das ist eigentlich das Spiel. Okay. Du kannst das Ganze dann zu Kombos verketten und kannst noch, ich würde sagen, Nachwehen provozieren mit Controller schütteln und so. Das nennt sich dann Utschen. Utschen? Utsch, ja. Utschen. Okay. ist ganz spaßig, allerdings ist da schon nach kurzer Zeit die Luft raus. Also ich weiß nicht, ob es jetzt die 30 Euro unbedingt wert ist, die es kostet auf Disc. Eher so ein Fall von aus der Videothek ausleihen.
Ein Multiplayer-Modus gibt's da nicht, oder? Multiplayer-Modus gibt's auch. Allerdings kannst du nur nacheinander spielen. Okay. Also so Highscore-Jagd. Ja, genau. Okay. Na schön, dann geht's weiter mit Superstars V8 Racing und damit bringen die Rennspielexperten von Milestone ein Autopendant zur neulich erschienenen Motorradraserei SBK 09 heraus. In der 360-Version oder der PlayStation 3-Version des Spiels nehmt ihr Platz hinter dem Steuerschmucker V8 Boliden wie dem BMW M3, so erfährst du ja auch. Ja, die Mini-Ausführung. Genau. Oder dem Audi S4. Ihr entscheidet euch für ein spontanes Rennen zwischendurch oder ein komplettes Rennwochenende, bei dem ihr über unterschiedliche bekannte Rennkurse brettert. Die Spritztour entpuppt sich jedoch relativ schnell zum Totalschaden, denn die Möchtegern-Simulation Superstars V8 Racing ist alles andere als super. Im Gegenteil, die Physik ist oftmals beim besten Willen nicht nachvollziehbar, das Kollisionsverhalten ist miserabel und auch das Schadensmodell ist alles andere als realistisch ausgefallen. Meistens beschränkt sich der Schaden an eurer Karre nämlich auf einen runterhängenden Kotflügel. Selbst wenn ihr volles Matt in eine Bande donnert, fährt euer Wunder V8 unbeschädigt weiter. Und das kann, wie wir alle wissen, Kai, nur das Batmobil. Herr Schmidt, natürlich. Die KI ist auch zum Brechen und nach einer Cockpit-Perspektive sucht ihr vergeblich Superstars. Was lachst du denn jetzt? Das Batmobil? Ja, das Batmobil kann doch mal ohne weiteres in so eine Bande donnern, ohne dass es gleich in 1000 Teile zerfällt. Keine Ahnung. Ja, natürlich. Ja, hallo. Okay. Also, Superstars V8 Racing auf jeden Fall im Händlerregal verrosten lassen. Das ist die Kohle nicht wert, meine Damen und Herren. Willst du noch was ergänzen? Es sieht Mist aus. Habe ich das noch nicht gesagt? Ist das gutes Deutsch? Es sieht Mist aus? Nee, aber sag es ruhig nochmal. Es sieht Mist aus. Dürfen wir Scheiße sagen? Nee, dürfen wir nicht. Ja, dann bleiben wir bei Mist. Ja, sieht Mist aus. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Mit Summer Athletics 2009 erscheint eine weitere Sportspielesammlung für die Wii und die Xbox 360 und wie es der Titel des Spiels bereits vermuten lässt, schlüpft ihr in die verschwitzten Sportgaloschen eines Athleten und bestreitet allerlei sportliche Disziplinen. Der Umfang ist dabei sehr ordentlich ausgefallen. In insgesamt 28 Sportarten kämpft ihr um Medaillen, Ränge, Plätze auf dem Treppchen und Pokale. Hoch- und Weitsprung zählen dabei genauso zu den sportlichen Herausforderungen wie 100-Meter-Lauf, Speerwerfen, Turmspringen oder Tontauben schießen. Im sogenannten Berlin-Modus schwitzt ihr für euer Heimatland in 15 Leichtathletikdisziplinen. Alternativ dazu erwarten euch Wettbewerbe wie der gute alte Zehnkampf oder die Möglichkeit, mit bis zu 4 Freunden gleichzeitig zu sporteln. In der Wii-Version des Spiels tretet ihr in sämtlichen Disziplinen mit Wiimote Nunchuck oder der Kombination aus beiden Steuerelementen an. Zusätzlich wird das Balance Board für 5 Disziplinen unterstützt, beispielsweise beim Bogenschießen. Klappt ganz gut, die Grafik hingegen ist alles andere als goldmedaillenwürdig, während die Sportler recht ordentlich aussehen und gut animiert sind, fallen hässliche Umgebungsdetails, wie zum Beispiel das Wasser beim Turmspringen, eher negativ ins Gewicht. Solltet ihr jedoch auf Sportspiele stehen und noch keinen der zig Vorgänger euer eigen nennen, dann könnt ihr es euch holen. Oder aber ihr spielt... Nee, ich glaube, das spielen wir besser nicht. Das ist Infernal für die 360. Das gab es vor einiger Zeit schon mal auf dem PC und das gibt es jetzt halt für die Konsole. Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es steuert sich beschissen. Wir haben doch vorhin gesagt, Scheiße, entschuldige. Sprich, nein. Beschissen. Es steuert sich Mist. Armselig. Mist, genau. Ja. Die Animationen sind, ja, keine Ahnung, steif, als hätte er einen Stock im Hintern. Und das Charakterdesign an sich, also... Ich weiß nicht, ob man den Typen jetzt nochmal irgendwann von vorne sieht, aber der sieht aus wie mein alter Deutschlehrer. Oha, das war der Herr Hanei. Und sich den als Actionhelden vorzustellen, ja. Ich weiß nicht. Ja gut, aber das trifft jetzt nur auf dich zu. Ja. Also für dich mag der Herr Hanei vielleicht voll der Geek sein, für jemand anders ist er halt der Hero. Ja, ich glaub's Hanei, nicht. Du Schwein. Also das Spiel ist, wie gesagt, unter aller Kanone. Ich würde es niemandem empfehlen. Es gibt zwar so nette Sachen wie hier von Leichen Energie wieder zurücksaugen, aber es ist so lieblos gemacht einfach. Du läufst rum, suchst Schlüssel, öffnest dann Schlösser damit und die Dinger sind halt an den abstrusesten Orten versteckt. Also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kaufen sollte. Auch nicht zum Budgetpreis, nee. Das geht gar nicht.
Wie sieht es denn mit Transformers aus? Transformers, die Rache. Für PS3 und Xbox 360 an und für sich gar kein schlechtes Spiel. Das Problem ist ganz einfach, dass es sich ständig wiederholt. Also, du läufst, fährst, fliegst als Autobot oder wahlweise auch Decepticon durch die Levels und ballerst dann Welle um Welle um Welle um Welle von Gegnern zurück. Darfst manchmal einen Menschen eskortieren oder Häuser zerstören, solche Sachen. Aber im Prinzip machst du, ich glaube, es sind 7 Regionen lang immer dasselbe. Und naja, du hast spätestens nach 5 Levels halt echt genug davon. Ja, das heißt jetzt für jeden gestandenen Transformers-Fan? Ja, Transformers-Fans können sich das Ding mal angucken, vielleicht zum Budgetpreis kaufen. Aber für 60 Euro oder 70 sogar, nee, da gibt's Besseres. Einfach too much. Aber ist kein Totalausfall, aber... Zu dem Thema Gegner um Welle, um Welle, um Welle, um Welle, um Welle, um Welle schlagen... Um Welle? Habe ich nachher auch noch eins, ein Spiel in petto. Kommen wir aber gleich dazu. Davor machen wir einen kleinen Japan-Rollenspiel-Ausflug. Ja, aber erstmal kommen nochmal die Transformers. Ach so, du bist noch gar nicht fertig. Doch, mit dem hier schon, aber es gibt noch die Wii- und PS2-Version. Na gut, dann mach da mal noch die Wii- und PS2-Version. Und da ist er auch schon. Das ist jetzt die Wii-Version. Die PS2-Version sieht aber im Prinzip genauso aus, was schon mal ein Armutszeugnis ist für die Programmierer, weil die Wii hat eigentlich mehr auf dem Kasten. Was noch ein Armutszeugnis ist, ist die Steuerung. Also, die Kämpfe funktionieren, indem du die Wiimote nach links und rechts wedelst. Sonst musst du nichts machen. Und, naja, ganz ehrlich, nach 10 Minuten macht das keinen Spaß mehr. Das glaube ich, ja. Überhaupt 10 Minuten durchzuhalten ist schon ein Achievement. Ja, hey, ich habe es fast durchgespielt für den Test. Also, ich bin noch dran. Das Spiel an sich ist vom Levelaufbau her völlig anders als die PS3 360-Version. Du hast hier keine relativ offene Welt wie bei den anderen Fassungen, sondern hast, ja, ich würde sagen, Schlauchlevels, die an sich auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun haben. Zwar wird die Grundstory aufgegriffen, aber völlig neu zusammengepuzzelt. Also keine Ahnung, ob die Entwickler da keinen Zugriff auf das Drehbuch hatten oder... Warum zum Geier das eine völlig andere Geschichte ist, ich weiß es nicht. Und was ich aber weiß, ist, dass man dafür kein Geld ausgeben sollte. Wirklich, überhaupt kein Geld dafür ausgeben. Das heißt nicht raubkopieren, sondern einfach überhaupt nicht spielen. Wollen wir jetzt weitermachen? Kommt jetzt noch die PlayStation 2 Version? Nee, ich habe ja gesagt, die sieht genauso aus. Steuert sich nur noch beschissener, noch schlechter. Mist. Ja, noch Mister. Ja. auch kein Geld für ausgeben. Okay. Dann machen wir jetzt weiter mit den Japan-Rollenspielen. Wenn du unbedingt willst. Naja, es ist nun mal so vorgesehen, ne? Ja, du bist der Japan-Geek, dann mach mal. Ja, Momentchen. So, und zwar geht's um... Das sieht mal richtig japanisch aus. Das Ding heißt Artonellico 2 Melody of Metaphalica. Ich habe erst Melody of Metallica gelesen. Aber egal, nach Persona 4... Hast du auch den japanischen Titel? Nee, du? Nee, du. Aber ich fange heute mit meinem japanischen Kurs an. Heute geht's los. Japanisch-Kurs, jawohl. Dann bitte den nächsten Testcheck komplett japanisch. Alles klar, das lässt sich einrichten. Nach Persona 4 erscheint nun mit diesem Titel ein weiterer JRPG-Vertreter für die PlayStation 2. Und so viel vorweg, auch wenn es der Titel nicht mit dem eingangs erwähnten Persona aufnehmen kann, erwartet Rollenspielfans ein solider Genre-Vertreter. Vielleicht kurz zur Handlung. In der idyllischen Welt Metafalls steht Musik für Freiheit. Wer es dort nämlich schafft, die Hymne Metaphalica, heißt es jetzt wirklich so, Metaphalica, ja, zu singen, öffnet die Tore zum sagenumwobenen Utopia. Doof nur, dass die regierende Olle Göttin jeden Trellerversuch im Keim erstickt. Mit dem Erreichen dieses Paradieses hätte nämlich auch ihr letztes Stündlein geschlagen. Ihr übernehmt den Part des Ritterneulings Croix Bartel und begebt euch auf die Suche nach einigen jungen Mädchen, die Macht besitzen, Gesang in magische Energie umzuwandeln. Zusammen mit den Mädels formiert ihr euch dann gegen die bösen Mächte. Das Game Design sowie die Optik des Spiels
erinnern an die glorreichen 32-Bit-RPG-Klassiker. Genre-typisch wird die Handlung in Form von Textkästen und auch eingestreuten Zwischensequenzen vorangetrieben. Auch die zahlreichen Zufallskämpfe passen sehr gut ins Gesamtbild. Besonders die Beziehung zu den Revitais, das sind eben diese Ladies mit dem Gesangstalent, diese Beziehung macht den Unterschied zu anderen Rollenspielen aus, denn neben der Tatsache, dass ihr die Damen ständig zum Baden schickt und neu ankleidet, erfahrt ihr in den teils ellenlangen Gesprächen jede Menge private Details, die meiner Meinung nach hier und da zu sehr abdriften und dann auch ziemlich billig wirken, ist auf jeden Fall nicht jedermanns Sache. Dennoch ist Artonellico 2 Melody of Metapallica ein solides Rollenspiel, das aufgrund der fehlenden Lokalisierung jedoch jede Menge Englischkenntnisse von euch abverlangt. Wenn ihr das drauf habt, könnt ihr das aber gerne mal ein bisschen zocken. Da bringen dir dann deine Japanischkenntnisse überhaupt nichts, gell? Das stimmt. Dann mach doch, ich darf nochmal. Ach, jetzt sind wir hier bei dem Dynasty Warriors 6. Hurra, hurra. Endlich mal wieder ein Dynasty Warriors Titel. Juhu. Und was hat sich geändert? Nichts. Gar nichts. Was kann man über Dynasty Warriors 6 Empires sagen? Empires? Nein, Empires. Dynasty Warriors 6, Doppelpunkt Empires. Ah, Teil 6. Genau. Okay. Das Spiel erscheint für die 360 und die PS3 und trägt das Wort Empire im Titel. Das ist die größte Neuerung. Und es gibt ordentlich Mische. Es gibt ordentlich Mische. Wenn ihr Dynasty Warriors jemals gezockt habt, dann wisst ihr eigentlich schon alles. Die serientypisch uninspirierten Massenschlachten sind dieses Mal im feudalen China, besser gesagt in den Kämpfen gegen Ende der Han-Dynastie angesiedelt. Und wie wir das bereits aus den Vorgängern der Serie kennen, kloppt ihr euch dieses Mal auf alles und jeden ein, was euren Weg über die Areale kreuzt. Insgesamt erwarten euch 40 unterschiedliche Charaktere, die meisten Recken sind jedoch recycelt und aus älteren Serienteilen bekannt. Im sehr durchwachsenen Charakter-Editor-Modus dürft ihr dann nach Wunsch auch einen halbwegs individuellen Kämpfer zusammenkleistern. Das Kampfsystem, wenn man es überhaupt so nennen kann, beschränkt sich auf einige Kombos. Eine Verbesserung oder zumindest Veränderung gibt es dann doch. Die Welt von Dynasty Warriors 6 ist nämlich deutlich größer als in den vorangegangenen Teilen. Was bleibt unterm Strich ist aber zu wenig Neues, zu viel Altes, stupide Massenschlachten, unzählige gleichaussehende Gegner und keine Kaufempfehlung. Zumindest nicht von mir. Soll ja Leute geben, die drauf abfahren. Mhm. Now you know. And knowing is half the battle. Um mal G.I. Joe zu zitieren. Sehr schön, Karl. Ja. Und damit verabschieden wir uns und hoffen, euch alle zahlreich auf der Gamescom in Köln anzutreffen. Und auf unserer Party. So ist es. Nähere Details dazu erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe. Wir sehen uns in Köln. Bis dann. Tschö. Ciao.